Die wunderschöne Cessna 414 Kanzler von Flight Simware. Wunderschönes Flugzeug, absoluter Wahnsinn, absoluter Pflichtkauf, vor allen Dingen im GA-Bereich. Und warum dieses Flugzeug vor allen Dingen auch etwas sein könnte für Leute, die sonst eigentlich gar nicht GA fliegen, das lernen wir heute in dem Airplane-Check-Video. Und damit viel Spaß. Ja. Und damit hallo, liebe Flugsimulator-Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Airplane-Check-Video hier auf meinem iFly-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute widmen wir uns der wundervollen, ausgeklügelten und unfassbar tiefgründigen Cessna Kanzler 414 von Flight Simware Studios. Ein absoluter Wahnsinn, wie ich finde. Gamechanger in allen möglichen Bereichen, gerade in Tiefgang. Sucht auf jeden Fall seinesgleichen. Gerade jetzt für GA ein absolutes Must-Have, das warum klären wir während des Fluges, aber für alle die normalerweise eigentlich nur Airliner fliegen, kann ich ja wirklich nur mal ans Herz legen, euch zumindest mal dieses Flugzeug anzuschauen, denn hier die Systemtiefe und vor allen Dingen die Detailgenauigkeit, ihr seht es hier schon, ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich habe mir gerade mal eine wunderschöne Livery runtergeladen von FlightSimTO, passt natürlich perfekt zu Alaska. Wir fliegen die EVA Alaska oder EVA oder ERA Alaska so rum. Gibt es tatsächlich in der wirklichen Welt, habe mich mal schlau gemacht. Ist ein super Flugzeug, allgemein passt vor allen Dingen. Und da dachte ich mir, machen wir doch gleich mal einen Flug in Alaska mit diesem schönen Baby und fliegen das kleine Biest, wenn man so will, so ungefähr in einen Dreiviertelstundenflug in den Süden runter. Ja, wir gehen mal kurz rein in die gute Stube, alles Mögliche ist modelliert, ihr seht es schon, die Sitze sind perfekt gemacht, was mir sehr, 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 sehr schön gefällt im Innenraum, was wir jetzt hier natürlich nicht sehen können, ist eigentlich auch lustig, aber es liegt jetzt natürlich an der Livery, ansonsten sehen wir hier, wo hier grüne Wand ist, ein Spiegel, das hatten die alten Flugzeuge damals, um den Raum einfach größer wirken zu lassen und dann gehen wir hier vorne in den Bereich, der wichtigere Bereich, der Pilotenbereich. Und hier kann ich euch sagen, Freunde, werdet ihr an Systemtiefe geradezu erschlagen. Es ist unglaublich, was dieses Baby hier alles zu leisten hat. Vor allen Dingen eben auch, und das ist hier einer meiner persönlichen Highlights, der Sound, der absolut wahnsinnig gut aufgenommen wurde. Hoppala. Na, so jetzt. Ansonsten, ihr könnt es schon sehen, alle möglichen Dinge sind vertreten. Es gibt von ganz hochmodern bis ganz alt. Es gibt von der 430er GPS jetzt momentan die Garmin 750er drin. Die kann man sich kostenlos runterladen. Wenn man dieses Flugzeug sich kauft, gibt es dazu einen Link zu einem Hersteller bzw. Entwickler, wo es zwei Optionen gibt für die 750er. Einmal die Freeware und einmal die runterladbare Version. Also gerade für Leute, die Premium-Version, wenn man so will. Gerade für Leute, die sehr gerne diesen Flieger in die Hand nehmen und allgemein gerne unterwegs sind, mit solchen Fliegern, die werden hier definitiv ihren Spaß haben, weil, die könnten mit dem 750er definitiv ihren Spaß haben und hier haben sie einfach auch die Option, was wirklich ein sehr gut ausmodelliertes System ist, aber das zeige ich euch alles gleich, ja. Ansonsten kurz zum Innenmodell haben wir jetzt gesehen, jetzt gehen wir mal schnell zum Außenmodell, habt ihr eigentlich auch schon mehr oder weniger gesehen, ein absoluter Wahnsinn. Sämtliche Türen lassen sich hier öffnen, wir können in den Motor schauen, das machen wir gleich auch mal und wir können sämtliche Türen öffnen, hier vorne ebenfalls die komplette Package, die lange Nase, für den ausgleichenden Gewicht und natürlich auch für die verschiedenen Koffer der Passagiere. Ja, und damit würde ich sagen, geht es erst einmal rein ins Cockpit. Tja, und da sind wir auch schon im Cockpit angelangt und ihr seht schon, das allererste, was ich hier natürlich immer wieder gerne zeige, ist das EFB, mehr oder weniger, oder auch ein kleines Tablet, das wir vor der Nase haben. Hier können wir auf jeden Fall sämtliche Dinge einstellen. Hier alles mal auf Maintenance schalten. Ich öffne jetzt hier mal sämtliche Türen und so weiter. Dann könnt ihr auch schon sehen, hier draußen haben sich die Türen geöffnet und ihr seht den Motor. Einmal von der einen und einmal von der anderen Seite. Man kann jetzt hier natürlich auch noch da auf der anderen Seite zusätzlich schauen. Sämtliche Fuel Filler Caps sind offen. Für alle, die das Flugzeug gerne näher betrachten wollen, hier ist auf jeden Fall, sämtliche Optionen sind hier da. Dann könnt ihr ebenfalls hier noch den Yoke-Lock mit reinbringen etc. Plus dann noch hier die verschiedenen Engine-Plugs einfügen, also diese kleineren Schutzhüllen für die Engine, wenn man so will. Also eben, ihr seht schon, an Detailreichtum mangelt es hier nicht und ist absolut sensationell gemacht. Jetzt schließen wir wieder alles. Ihr seht schon, ihr habt hier die Start-Engines, Ready-to-Start und Cold-and-Dark-Aircraft-State.
Ja, wir haben jetzt hier schon mehr oder weniger alles gelassen. Dann haben wir hier einfach einmal die Option, uns die aktuellen Winde uns reinzuschauen und anzugucken, wie unsere Bar gerade sind, etc. Das Pressure, das was sehr interessant ist. Dann hier einmal unsere Gewichte, den widmen wir uns gleich. Und dann am Schluss haben wir hier nochmal eine Pre-Flight Inspection Order. Da können wir jetzt hier auf die verschiedenen Punkte draufklicken und alles abchecken, ob soweit alles in Ordnung ist. Also wirklich absolute Sahne. Und ja, wir können hier im Übrigen noch hier vorne die Türen öffnen und da können wir mal kurz reinschauen. So sieht das Ganze also aus, selbst mit kleinem Licht drin. So, dann sind wir wieder zurück im Cockpit. Ich würde sagen, wir schließen erst einmal hier die Türen, allesamt schön locker zu und ebenfalls hinten die Cabin Doors hier können wir ebenfalls auch von Hand schließen. Einmal hier, da klicken wir hier einmal wo auch immer drauf. Ran. Ja, jetzt. So. Und schließen das Ganze ab. Ihr hört schon, wie gesagt, das sind alles absolut genial aufgenommene Sounds. Machen wir etwas lauter. Und dann schließen wir. Dann ist das hier zu. Dann geht es nach vorne. Und dann würde ich sagen, schließen wir erst einmal. Na, zuerst machen wir erstmal unser Gewicht rein. Da würde ich sagen, gehen wir mal auf 50%, Maximum Range 507 nautische Meilen. Ja, bin ich eigentlich mehr oder weniger schon fast zufrieden. Wir gehen jetzt hier aber erstmal mal hin und können hier unsere Plätze belegen, was ziemlich cool ist. Dann können wir hier zum Beispiel einmal sagen, entweder die Alisa, dann nehmen wir hier den John, dann noch die Julie und dann hinten der Rick, der zurückschaut, meinetwegen, kann man hier auch alles noch einstellen. Also, das sind auf jeden Fall unsere Passagiere. Die Winglockers können wir noch füllen. Die Rear Cabin können wir noch füllen. Und dann hier ebenfalls die Luggage Bag. Wir sagen zum Beispiel 25 LB. Also hier und da. Und dann eben noch so ein bisschen Gepäck mit dazu nehmen. Gut. Dann haben wir hier alles soweit okay, würde ich sagen. Unser Punkt ist in Ordnung, relativ gut zentriert. Ja, in der Regel brauchen wir eigentlich jetzt keine allzu anderen Dinge mehr. Gut, dann schließen wir das Ganze. Unser Main-System oder Electrics sind hier auf der linken Seite ein bisschen versteckt. Das muss man natürlich auch erstmal verstehen. Hier haben wir die Master-Switches, also unsere Batterie. Dann haben wir hier sämtliche Magnetikschalter zum Anbringen bzw. um die Motoren anzumachen. Ihr seht ja schon, das ist ein Kolbenmotor links und rechts, also relativ simpel. Wir können hier erstmal hier unsere Fenster öffnen. Und dann, ja, hier sehen wir das nach hinten und dann sehen wir unsere Passagiere auch schon, die wir ausgewählt haben, die hier schon drin sitzen und auf den Flug bzw. auf den Start warten. Als nächstes müssen wir aufpassen, denn dieses Flugzeug ist sehr, sehr gut modelliert, wie ich erwähnte, was also auch bedeutet, die Batterie geht sehr schnell runter. Das bedeutet, wir haben da nicht allzu viel Zeit, hier lange rumzufummeln. Also in aller Manier werden wir erst einmal hier unsere Weather Caps öffnen und dann können wir hier einmal links und einmal rechts anmachen. Und dann schauen wir erst einmal hier und schmeißen erst einmal die Batterie an. Jetzt hört ihr schon, das System fährt hoch. Einmal hier unsere Pumpen an. Müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, wir haben nicht allzu viel Zeit. Dann einmal nach links. Unsere Fuels machen wir auf Rich. Propellers voll hoch. Hier ein bisschen pumpen und dann leicht beschleunigen und Hauch. Und dann hauen wir doch mal ein bisschen mehr nach links rein. Und dann starten wir mal die Maschine. Hoffen wir mal, dass es klappt. Und da kommt er. Lassen wir den hochkommen auf 1000 Umdrehungen ungefähr. Cool pumps aus. Machen wir ein bisschen leiser, bevor es das Ohren wegpiekt, aber ihr hört schon, Sounds sind super. Linkes Triebwerk läuft. Machen wir wieder zu. Gut, unser Strom wird bezogen von links. Dann würde ich sagen, einmal machen wir dasselbe mit rechts. Treibstoff rein. Kurz nach rechts reinpumpen.
Und dann starten wir die Mühle. Und da kommt er. Schauen wir, dass die RPM hier ebenfalls auf 1000 hochkommt. Sehr gut. Und dann laufen beide Engines einwandfrei an. Dann können wir den hier wieder ausmachen. Fuel Pumps. Kurzer Batteriecheck. Volts gehen voll hoch. Sehr gut. Und rechts und links. Soweit okay. Batterie ist in Ordnung. Wird wieder aufgeladen. Okay. Gut, dann haben wir das soweit erstmal geschafft, Freunde. Dann würde ich sagen, schmeißen wir erst einmal Navigation Lights an. Anti-Collision Lights gehen nachher an. Rapid Anti-Ice könnten wir eventuell noch gebrauchen für nachher. Aber erst einmal Stall Vane Pitot Heat an. Avionics Bus an für unsere Systeme. Dann fahren jetzt hier die schön hoch. Und da haben wir unser Garmin. Gut, dann gehen wir mal unsere Höhe heute ein. Wir wollen mindestens 7000 Fuß. Ich würde sagen, wir gehen mal auf gute 10.000 hoch. Sollten wir eigentlich gut schaffen, wir sind nicht allzu schwer. Uhrzeit passt auch soweit. Dann schauen wir mal hier drauf. Und geben mal unseren Flugplan ein. Also das ist, wie gesagt, die 57er. Na schön, wir versuchen es mal mit Set Origins. Und zwar VAEN. Set Destination und das ist PAWD. So, dann haben wir unsere beiden Punkte drin. Das ist hier tatsächlich einfach nur gerade Pech von den zwei Flughäfen, die wir jetzt hier genommen haben. Aber ja, es reicht ja auch nur so grob. Weather. Aber was wir noch machen könnten, wir könnten noch einen Punkt dazwischen nehmen. Und zwar ist das Breuil. At en route point VRIL. So, und dann haben wir den dazwischen. Das passt einwandfrei. Und dann will der da hin. Wir sagen hier, gehen wir auf 7000 Foot. Enter. Save. Und dann sehen wir es hier auch schon. Haben wir ein bisschen was eingegeben. Ja, also ihr seht, das ist relativ easy, das 750er. Ich will jetzt gar nicht allzu viel Werbung darüber machen. Das ist auf jeden Fall cool. Hier haben wir auf jeden Fall noch die Wetter. Aber das ist wahrscheinlich dann alles eben für die, nicht gratis Version, wenn man so will. CDI ist eingegeben. Wir haben hier auf GPS geschalten. Dann ist der soweit auch gut dabei. Dann würde ich sagen, Freunde, haben wir es soweit. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Einmal kurz hier vielleicht auf die Lichter eingehen. Die lassen sich hier natürlich anschalten. Wir schalten ja einmal auf Night und dann haben wir ein bisschen Lichter. Ihr seht es schon. Und die können wir natürlich alle insgesamt dann nochmal heller oder dunkler machen. Aber jetzt für den Moment würde ich sagen, reicht mir das persönlich schon mal aus. Ja, Air Conditioning, weiß ich gar nicht, wo haben wir denn das? Also die Eis, Propeller Eis etc., das können wir alles gleich mal anschalten. Surface brauchen wir momentan noch nicht. Stall Heat, Cabin Heat ist an. Und Cabin Fans können wir anmachen, damit die da hinten ein bisschen Luft bekommen. Und hier können wir einstellen unsere Blower, das ist ebenfalls auch nochmal so ein bisschen eine Welt für sich. Pressurize, Depressurize können wir einstellen. Wenn wir sagen 10.000 Fuß, brauchen wir eigentlich nicht allzu sehr, was das einbelangt. Aber auf jeden Fall wäre das hier möglich. Oder dann eben auch hier mit der Cabin Air einzustellen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, Freunde. Ich sammle hier ein bisschen zu viel. Auf geht's. Bringen wir dieses Baby erstmal in die Lüfte. Und das ist ganz einfach. Hier unten gibt es den, die Parking Brake. Die wird hier unten released. Und dann gehen wir mal los. Bringen die Kiste mal langsam in die Lüfte. Ich fliege übrigens mit meinem Honeycomb, das macht sich ja natürlich am besten. Da kann man hier alle Einstellungen von Hand sehr gut vornehmen. Mit dem Propeller etc., das passt sehr gut. Autopilot ist off, das passt. Wir können aber hier schon mal, wenn wir wollen, unsere Flight Director anmachen und dann hier schon mal Vertical Speed einstellen und sagen hier 1000 Fuß pro Minute. Können wir das schon mal in Richtung lassen und dann hier auf nachher auf Heading gehen und hier die Heading dann mal mehr oder weniger korrekt schalten.
ungefähr diese Richtung. Und dann schauen wir noch, ob unser Trim richtig eingestellt ist. Da können wir hier unten ein bisschen rummeln, dass es hier Richtung Takeoff ist. Aber das sieht gut aus. Und da würde ich sagen, sind wir fast schon soweit, Freunde. Wenn wir hier noch sämtliche Lichter einschalten, Landing Lights on und Strobe Lights on. Und dann beobachten wir mal ein bisschen das Öl. Das ist etwas kalt noch. Also das Öl selbst ist in Ordnung. Das geht eigentlich auch. Ja, nö. Nimm alles zurück. Das sieht alles gut aus. Hoppala. Jetzt bin ich fast zu weit gefahren. Ich denke mal, die Hälfte des Flughafens reicht. So, Freunde. Dann würde ich sagen, gar nicht lang gesabbelt. Ab in die Lüfte. Los geht's. Take off Trust Z. Airspeed is alive. And we won. Rotate. Positive rate, gear up. So, Power zurück auf 35 und Propellers zurück. Auf 25 ungefähr. Ja, wie ihr sehen könnt, es sieht einfach bombastisch gut aus. Jetzt zeigt sich natürlich mal wieder Flugsimulator von der schönsten Seite. Aber ich finde, genau das sind die Dinge, die eben gerade im GA-Bereich das Fliegen richtig, ja, richtig viel Spaß machen lässt. Wir behalten jetzt erstmal noch so ein bisschen unseren Druck im Auge. Ja, wir könnten jetzt sogar noch ein bisschen schneller fliegen. Das Anti-Eis tut uns gut. Ich denke mal, wir können jetzt aber auch wieder weg vom Anti-Eis. Ja, diese Anzeige ist immer ganz wichtig. Das zeigt eure, ja, rechte Engine-Schnelligkeit an. Also je nachdem, wohin sich dieses Ding dreht, ist es dann da am dreht es sich da halt etwas weniger. Also wenn ich jetzt den linken Propeller etwas langsamer drehe, dann seht ihr, bewegt sich da nicht mehr allzu viel. Jetzt muss man einfach nur die richtige Geschwindigkeit so mehr oder weniger langsam vortasten und dann sieht man, wenn die so fast sich nicht mehr bewegen, dann ist es genau richtig übereingestellt. Ist ein bisschen ein Gefummel, aber so ist das halt, wenn es manuell läuft. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Es gibt tatsächlich einiges noch, was zusätzlich geliefert wird zum Flugzeug, gerade im Bereich Daten und Datenwissen. Ihr bekommt da ein dickes Paket mit allen möglichen Informationen, die man so braucht für das Flugzeug, wo sämtliche Systeme erklärt werden im Einzelnen. Also gerade die sich jetzt da so mega reinfuchsen wollen, können das da tun. Ich glaube, da bleiben wirklich keinerlei Wünsche offen. Und ihr seht schon, insgesamt, das Flugzeug hat wirklich sehr viel Power. Wir fliegen hier mit 160 Knoten in die Lüfte. Also richtig, richtig, richtig gutes Flugzeug. Trotz der regulierten Power, die wir jetzt haben. Aber so mit 35, das passt. Da sind wir so auf Maximum Power. Ich denke, das ist für mich jetzt erst einmal so ausreichend und wir bewegen uns damit auch sehr gut durch die Lüfte. So, und mit entspannten knapp 180 Knoten würde ich sagen, melde ich mich dann wieder, wenn wir am Landeanflug sind, Freunde. Und ich hoffe, ihr genießt ein bisschen die Meshes. Sage bis später.
So, wir fliegen jetzt hier einmal bei Bräuel. Für alle, die diese Strecke mal gerne nachfliegen wollen. Bräuel hier entlang am Fluss. Hier so dieses Gebirgestück und danach wieder nach rechts und dieses Stück hier nach unten bis zum Flughafen. Der hat nämlich zwei Landebahnen. Einmal diese, die ist aber viel zu klein. Wir nehmen die etwas länglichere und die kommt dann schön von dieser Seite aus. Also da kann man hier den Bergen entlang fliegen, was richtig schön ist, und dann eben direkt hier runter. Oder man kommt dann halt von dieser Seite und kürzt dann hier komplett ab und landet dann so auf dieser Bahn. Aber hier ist es auf jeden Fall der schönere Weg, deshalb meine Empfehlung. So, wir haben ja langsam mit dem Sinkflug angefangen. Ihr seht schon, wir befinden uns jetzt hier vor dem L. Und dann geht es langsam nach rechts wieder. Also unser Sinkflug ist relativ langsam. Ich will jetzt da auch gar nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Das Ganze schön richtig ausgleiten. Und dann sehen wir hier auf jeden Fall das längere Tal, wenn man so will. Und dann rechts davon hier irgendwo müsste der Flughafen sich befinden. Sehen sollten, machen wir noch mal eine extra Platzrunde. Und dann geht's auch nach links, schöne Linkskurve. Da sehen wir den Flughafen. Sehr vereist. Und da sind wir, Freunde. Hoppla. Ja, war ein knackiger Flug. Haben wir vielleicht doch etwas zu schnell in der Landung selbst, aber ist geglückt. Dann machen wir mal Landing Lights wieder zurück. Taxi Lights können wir ausmachen. Und die Propi, die Strobe Lights ebenfalls. Ja, dann mal aus. Rechter Engine aus. Und voilà, linker Engine aus. Magneto aus. Und dann willkommen, Freunde. Batterie aus. Und ihr hört schon, die Engines knarzen. Und dann öffnen wir die Kiste und sagen herzlich willkommen. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Wunderschönes Flugzeug. Kriege mich selbst aus dem Staunen nicht mehr raus. Trotz des vielleicht etwas speziellen Anflugs hat es mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was davon übermitteln. Ich kann euch dieses Flugzeug, wie gesagt, nur wirklich ans Herz legen. Schaut es euch in aller kleinster Form oder mindestens einmal an. Falls ihr auch nur ansatzweise mit GA etwas anfangen könnt oder auch nur ansatzweise GA fliegen wollt oder euch interessiert für GA und 40 Euro übrig habt, Leute, es ist jeden Cent wert. Dieses Flugzeug ist wirklich der absolute Wahnsinn. Hier bereut man keine Sekunde. Und wenn es mit GA, also wenn es um die Frage des GA geht, wird dieses Flugzeug hier definitiv mein Lieblingsflugzeug für den Flugsimulator sein, was den GA-Bereich anbelangt. Also wirklich bis jetzt völlig ungeschlagen. Und ich glaube, das wird auch eine sehr, sehr lange Zeit so weitergehen. Hier werden sehr viele andere Entwickler schwierig haben, dieses hohe Niveau halten zu können. Ja, und mit den
Wort würde ich sagen, beende ich das Video. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich beim, ja, fürs Zuschauen oder beim Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, gerne ein Like hinterlassen. Und falls ihr das noch nicht haben solltet, ebenfalls ein Abo. Darüber freue ich mich am meisten. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten Video. Meistens Streams immer mittwochs, ja, und Video meistens immer am Sonntag. Wieder, wenn ihr da noch Fragen habt oder ja, Anmerkungen, ist es ebenfalls euer Flugzeug oder vielleicht auch nicht? Warum ist es nicht so? Warum mögt ihr dieses Flugzeug? Warum mögt ihr es nicht? Lasst mir das auf jeden Fall in die Kommentare oder kommt da am besten auch nochmal auf meinen Discord-Channel. Dann diskutieren wir das dort sehr gerne durch. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch nach wie vor einen wunderschönen Sonntag. Habt's gut, ruht euch aus, genießt es und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin immer schön brav weiterfliegen. Euer Blade Runner.